Ja, moin moin zum Aussteigerkanal. Heute wollte ich euch mal einen Juliregen zeigen. Denn ich bin jetzt schon fast 20 Jahre da und es hat noch nie im Juli geregnet. Noch nie. Und es soll noch mehr Regen kommen. Und es ist irre. Alles verändert sich. Das ganze Klima auf dem ganzen Planeten, glaube ich. Würde mich nicht wundern, wenn die Wüste wieder ergrünen würde. Die war ja früher auch schon mal grün. Also es scheint alles einem stetigen Wandel unterzogen zu sein. Ja, in diesem Video soll es mal um die hohen Immobilienpreise hier an der Algarve gehen, die bis zu 25% höher sind wie im Rest von Portugal. Das ist natürlich immens. Also jetzt geht es hier erstmal um Bauland und Immobilienpreise. Es natürlich beeinflusst es auch das Agrarland. Aber nicht ganz so sehr. Dann haben wir ja verschiedene Concelhos an der Algarve und im Concelho Olhão ist es immer noch am billigsten. Und also es sind schon zum Teil verbotene Preise. Hier denn der Quadratmeter, der liegt im Durchschnitt bei 1400 Euro ungefähr. Und diese Plattform Idealista, bei dem wir alle immer so fleißig schauen, ob wir nicht ein Stückchen Land ergattern können, gibt sogar an, der Quadratmeterlege bei 1800 Euro. Ne? Dann 2018, von 2017 auf 2018 sind die Preise um 4,9% gestiegen. Dann am höchsten sind sie in Portimão gestiegen, da waren es 7,7%. Dann Silvisch hatte 6,6% Preisanstieg. In Lagoa waren es 5,7%, in Faro 5%. Dann der teuerste überhaupt, der teuerste Quadratmeterpreis überhaupt, den gibt es in Lulé mit 2300 Euro pro Quadratmeter. Und in Lagos liegt es ungefähr um 2000 Euro der Quadratmeter. Und die günstigen sind wie gesagt Olhão, da ist er bei 1200 pro Quadratmeter. Und Silvisch hat 1300 pro Quadratmeter und in Villarreal de Santo Antonio haben wir ungefähr 1500 Euro pro Quadratmeter. Also sagt Idealista. Ne? Ja, das sei angeblich so hoch, weil einfach mehr ausländische Investoren gibt und es gibt auch eine unglaubliche Zunahme von privaten Ferienvermietungen, ne? Da kann man ja wirklich Geld mit verdienen und die nennt man hier in Portugal Alojamento Locais. Und wer das legal macht, hat ein transparentes, quadratisches Schild an seinem Tor, wo in blauen Buchstaben ein A und ein L draufsteht und Turismo Rural. Und wer das nicht hat, macht es illegal. Das kann man also von außen auch überprüfen, wenn man im Haus immer Touristen reinfahren sieht und raus, er muss dieses Schild an seinem Tor gut ersichtlich angebracht haben. Ne? So kann man das ein bisschen überprüfen und so macht es auch die GNR, die fährt durch die Gegend, sie sieht die Anzeigen im Internet und fährt durch die Gegend und identifiziert einige Häuser und wird dann auch da investigieren, ob sie wirklich das legal vermieten. Ne? Das ist also schon bekannt, dass das hier passiert. Ich finde es auch gut, also obwohl ich den Steuersatz von 35%, wenn man es legal macht, seine Vermietungen, finde ich ein bisschen frech, bisschen hoch. Und ich finde, da sollten sie den Menschen ein bisschen entgegenkommen, sodass vielleicht noch mehr Leute ihre Vermietungen legalisieren und der Staat Portugal ein bisschen mehr Geld hat und wir auch auf Straßen ohne Schlaglöchern zum Beispiel durch die Gegend fahren können oder vielleicht mal bessere Mülltonnen aufgestellt werden, die automatisch zugehen, damit die Katzen und die Hunde nicht immer den Müll rausreißen und an der ganzen Agave verteilen. Ne? Also man könnte vieles hier besser machen, aber da kommen sie irgendwie nicht auf die Idee. Naja, also jetzt haben wir hier 118.000 Betten, wäre das, ist das Angebot der Tourismusanlagen. Ne? Dann Wohnungen gibt es schon gar kaum mehr unter 100.000 an der Algarve, das ist also eine Seltenheit. Und die Immobilienagentur Garventur behauptet, man spüre bereits die Not an Neubauten, um der Nachfrage nachzukommen.
Denn irgendwie sind sich die Immobilienexperten alle einig, dass die steigende Immobiliennachfrage einfach zu einer neuen Immobilienblase führen könnte. Ne? Also das war ja schon mal der Fall. Das war, ich weiß gar nicht, vielleicht vor, ich weiß es nicht mehr, vor 10 Jahren vielleicht. Hatten Freunde von mir auch eine Villa mit Pool, mit 3 separaten Apartments drin. Und die hat allen im allen 600.000 gekostet und sie mussten sie verkaufen. Und es war in der Immobilienblase, als sie dann geplatzt ist, war diese Villa einfach nur noch 230.000 Euro wert. Naja, also das war schon ein Schock für die. Und sie rechnen eben, dass sowas wieder passiert hier. Und naja, das muss man halt verfolgen, ne? Also Leute, im Notfall wird es ja immer teurer. Und ihr müsst in die Gänge kommen. Wenn ihr was kaufen wollt, kauft es jetzt, weil später ist es dann zu spät. Später kostet es dann ein Wahnsinnsgeld. Ne? Und das ist doch doof. Jetzt ist mein Juliregen auch schon wieder vorbei. Eine ganze halbe Stunde gedauert. Morgen soll vielleicht mehr kommen. Jetzt kommt schon wieder ein bisschen die Sonne raus, wie ihr seht. Ja. Hier ist schon wieder blauer Himmel. Es geht hier schnell. Das ist ein Wunder, wenn es hier im Juli regnet. Das war noch nie der Fall. Na gut, dann verabschiede ich mich heute bei euch und bis zum nächsten Mal.